أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Wir loben ihn, wir rufen ihn um Hilfe und bitten ihn um Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei ihm vor unserem eigenen Übel und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann von keinem recht geleitet werden. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Alayhi salatu wassalam. Wir fangen, inshallah, mit der Geschichte von dem Prophet Yusuf alayhi salam. Und für diese Geschichte müssen wir, Allahu A'lam, mehrere Vorträge machen. Denn die Geschichte von Yusuf ist eine lehrreiche Geschichte im Koran. Und einige Gelehrten haben Bücher darüber geschrieben. In dieser Geschichte sind sehr viele Lehren, die wir inshallah mit Allahs Erlaubnis analysieren möchten. Letzte Woche haben wir die Geschichte von Jakob a.s. behandelt. Jakob ist der Vater von Yusuf. Und wir haben gesagt, Jakob hieß auch oder heißt auch Israel und hat 12 Kinder gehabt. Und das sind die Stämme Israels, die Allah im Koran nennt, Al-Asbat. Jakob a.s. hat, wie gesagt, mehrere Frauen geheiratet und er hat insgesamt 12 Kinder gehabt. Yusuf a.s. und sein Bruder waren die jüngsten unter den Kindern von Jakob a.s., von Israel a.s. Und Jakob a.s. hat Yusuf sehr geliebt. Yusuf war der Lieblingssohn von Jakob a.s. Und einige Gelehrten sagen, dass Jakob a.s. nicht mal eine Stunde ohne Yusuf aushalten könnte. Er hat ihn sehr geliebt. Und warum er ihn geliebt hat, das werden wir inshallah durch die Geschichte behandeln. Yusuf alayhi salam, als er älter wurde, war der schönste Mann auf dieser Erde. Und der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, die Menschen kommen ins Paradies in Gestalt Adam, das heißt 66 Dirah, das sind ungefähr 33 oder 32 Meter groß, nehmen die Schönheit von Yusuf a.s., das heißt, die Menschen, die ins Paradies kommen, die werden eine Gestalt von Adam haben und Größe von Adam haben. Schönheit von Yusuf a.s. Und der Prophet berichtet, Yusuf war der schönste Mann auf dieser Erde. Und das Herz von Ayub. Ayub ist Prophet Gottes, der 17 Jahre lang krank war. Man konnte seine Haut mit der Hand abreißen und er war geduldig. Sein Herz war vollkommen. Und der Prophet Muhammad sagte, wie gesagt, die Menschen kommen ins Paradies in Gestalt Adam a.s. Die Schönheit von Yusuf werden sie haben und das Herz von Ayub werden sie haben. Oder so ein Herz wie Ayubs Herz haben werden.
Für den Prophet Yusuf alayhi salam gibt es eine komplette Sura im Koran. Die Sura heißt Yusuf. Okay, die Europäer sagen Josef. Oder die Juden sagen auch Josef. Aber Allah nennt ihn im Koran Yusuf. Und dafür gibt es eine komplette Sura. Allah sagt in dieser Sura, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين زين جميس بزيت ألف لام را ألف لام را ده سند عربي شو بوكشتام ويرش بيدواتم ديها من القرآن ده سواس كان منش Und das ist auch nicht unsere Angelegenheit, jetzt darüber zu diskutieren. Viele Leute sind dadurch in Irre gegangen, haben angefangen, den Code zu knacken und haben angefangen zu fantasieren. Aber wäre das von einer Wichtigkeit, hätte der Prophet Muhammad uns berichtet, was diese Buchstaben für einen Sinn haben. Aber die meisten Gelehrten des Islam sagen, das sind arabische Buchstaben und Allah will die Menschen und die Araber zeigen, das ist euer Sprache. Und versucht mal, einen vergleichbaren Koran zu präsentieren, obwohl ihr Araber seid und das euer Sprache ist. Ja? Also sinngemäß übersetzt, Alif Lam Ra, das sind die Verse der deutlichen Schrift. Und damit ist der Koran gemeint. Allah sagt, das sind die Verse der deutlichen Schrift. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qulun. Sinngemäß übersetzt, wir haben sie als Koran auf Arabisch offenbart, auf dass ihr sie begreifen möget. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Wir haben den Koran in arabische Sprache herabgesandt. Und subhanallah, die meisten Sprachwissenschaftler sagen, die arabische Sprache ist die einzige Sprache weltweit, die logisch ist. Alle anderen Sprachen enthalten so viele Ausnahmen. Im Arabischen gibt es keine Ausnahmen. Klar und deutlich. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Wir erzählen dir, wir verkünden dir die schönste oder die schönsten der Geschichten. Wer sagt das? Allah. Wir erzählen dir die schönste der Geschichten, die besten Geschichten, die wahren Geschichten. Indem wir dir diesen Koran offenbaren, obwohl du zuvor unter deren warst, die keine Kenntnisse besaßen. Und subhanallah, das ist auch ein Beweis, dass der Koran von Allah stammt. Woher sollte der Prophet Muhammad die Geschichten im Koran kennen? Das sind Geschichten, die nur Allah kennt. Auch die Geschichten über die Propheten, wenn man die in der Tora oder in der jetzigen Bibel liest, die sind ganz anders. Ganz anders als im Koran. Aber im Koran sind die ganz deutlich und schlüssig. Und man merkt automatisch, dass das die Wahrheit ist. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Das ist jetzt ein Traum von Yusuf عليه السلام, als er Kind war. Er sagte zu seinem Vater: O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Und ich sah sie vor mir niederfallen.
O mein Vater, ich habe geträumt, dass ich 11 Sterne gesehen hatte und die Sonne und Mond, die haben eine Niederwerfung für mich gemacht. Niederwerfung, das bedeutet Respekt, Achtung. Das ist ein Traum von Josef, als er Kind war. Er ist aufgestanden und sagte zu seinem Vater, O mein Vater, ich habe geträumt, dass ich die Sonne, Mond und 11 Sterne niederwerfend für mich gesehen. Ich sah 11 Sterne und die Sonne und Mond und ich sah sie vor mir niederfallen. Niederfallen oder niederwerfend ist genau das Gleiche. Was ist jetzt damit gemeint? Sagen die Gelehrten des Islam, wie der Prophet Muhammad das erklärt hat, die 11 Sterne, die er im Traum gesehen hat, waren seine Geschwister, seine Brüder. Er hat 11 Brüder gehabt. Und die Sonne und Mond, das ist seine Mutter und sein Vater. Und wir wissen, Ya'qub a.s. war Prophet Gottes. Und wenn Allah Yusuf a.s. im Traum zeigt, dass sein Vater, der Prophet Gottes, eine Niederwerfung für seinen Sohn macht, das ist ein Zeichen, dass Allah Yusuf ehren wird später und mehr Macht geben wird als jeder andere in seiner Umgebung. Sein Vater sprach zu ihm. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Er sagte zu seinem Kind, du mein Söhnchen, das zeigt uns, dass er seinen Sohn geliebt hat. Erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern. Erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern. Warum? Sie werden sonst eine List gegen dich ersinnen, denn der Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Mein Sohnchen, mein Kind, erzähle diesen Traum nicht weiter. Und besonders nicht an deinen Brüdern. Weil die Brüder von Yusuf a.s. sowieso eifersüchtig waren. Sie waren eifersüchtig auf Yusuf und sie waren neidisch auf Yusuf. Weil der Vater ihn richtig mit übertriebenem Maß geliebt hat. Und der Vater kennt seine Kinder. Er hat ihm gesagt, erzähle deinen Traum nicht weiter an deinen Brüdern. Und subhanallah, das zeigt uns, dass innerhalb einer Familie Neid und Hass geben kann. Neid und Eifersucht geben kann. Ja? Obwohl sie die Kinder von einem Prophet sind. Das ist menschlich. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich die Deutung der Träume lehren und seine Huld an dir und an dem Geschlecht Jakobs vollenden, so wie er sie zuvor an zwei deinen Vorvätern vollendet hat. Also die zwei Vorväter sind Abraham und Ishak. An Abraham und Ishak, wahrlich dein Herr ist allwissend, allweise.
Das sind die Worte Allahs. Allah sagt oder informiert uns, dass Allah Yusuf a.s. auserwählt hat, aus dieser Familie. Auserwählt hat, dass er ihm beigebracht hat, wie man die Träume deutet. Und Traumdeutung, das ist ein Kapitel für sich. Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, wenn jemand Gutes träumt, dann soll er das nur weiter erzählen an Menschen, die ihn lieben. Oder nur an Menschen, die ihn achten und lieben und nur das Beste für ihn lieben. Nicht an jedem weitererzählen. Ja? Nur an eng stehenden Personen weitererzählen. Und gute Träume sind von Allah. Als Zeichen für dich. Und wenn man was Schlechtes träumt, dann sollte man diesen Traum nicht weitererzählen. Und wenn man aufgestanden ist, sollte man dreimal auf der linken Seite spucken und sagen, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Denn die schlechten Träume kommen vom Satan. Denn wir wissen, der Satan schläft auf die Nase von jedem von uns. Man schläft und sein Satan ist auf der Nase. Das heißt, er versucht auch, dir schlechte Träume zu zeigen. Und die schlechten Träume sollte man nicht weitererzählen. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Gewiss, in der Geschichte von Yusuf und seinen Brüdern liegen Zeichen für die Ratsuchenden. Das sagt Allah im Koran. Gewiss, in der Geschichte von Yusuf, also die Geschichte von Yusuf und seinen Brüdern liegt Zeichen, Lehre für die Ratsuchenden, also für die gesamte Menschheit. Die Geschichte von Josef enthält so viele Lehren und Ratschläge für die gesamte Menschheit. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Sinngemäß übersetzt. Damals sagten sie die Brüdern von Josef, wahrlich, Josef und sein Bruder, also der Bruder von Josef, der von seiner Mutter ist, sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir mehrere sind. Unser Vater befindet sich gewiss in einem offenkundigen Irrtum. Sie sagten, warum lebt unser Vater Josef und sein Bruder von seiner Mutter mehr als wir? Warum? Unser Vater ist verrückt. Der ist in Irrtum. Ja? Tötet Josef oder vertreibt ihn in ein fernes Land. Frei wird damit das Antlitz eures Vaters werden. Das heißt, wenn wir Josef töten, dann wird unser Vater uns lieben, anstatt Josef zu lieben. Oder wird unser Vater seine Liebe auf uns verteilen, anstatt nur Josef zu geben. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. Jetzt kam einer mit einem anderen Vorschlag.
Der andere hat gesagt, tötet ihn. Die Rede ist von deren Bruder. Jetzt kommt eine andere Idee. Es sagte einer von ihnen, tötet Josef nicht. Wenn ihr aber vorhabt, etwas zu unternehmen, dann werft ihn in die Tiefe eines Brunnens. Möge jemand von den Reisenden ihn herausziehen. Tötet ihn nicht, schmeißt ihn einfach in einer Brunne rein, Wasserbrunne. Das war jetzt die Idee von einem anderen Bruder und sie fanden die Idee von dem anderen Bruder besser, als Josef zu töten. Also die waren Schäfer, alle. Und Josef war immer zu Hause, der ist nicht mitgegangen. Dann kamen sie zum Vater und haben ihm gesagt, lass Josef mit uns kommen. Ja'qub a.s. hat gesagt, nein, ich fürchte, ein Löwe wird ihn essen oder fressen und ihr werdet nicht die Macht haben, ihn zu verteidigen. Dann sagten sie zu ihrem Vater, wie kann ein Löwe ihn essen oder fressen und wir so viele Männer sind? Wir werden ihn beschützen. Und sie haben ihren Vater überredet, Josef mitzunehmen. Der Vater war sehr traurig. Irgendwie, subhanallah, hat er im Herzen gemerkt, und das merkt nur ein rechtschaffenen Diener des allmächtigen Gottes, der ein sauberes Herz hat. Er hat irgendetwas nicht Gutes gemerkt dabei. Aber trotzdem, weil sie ihrem Vater versichert haben, dass sie ihn beschützen werden, hat er zugelassen. Und sie haben Josef mitgenommen und ihn tatsächlich in die Tiefe eines Brunnens runtergeworfen und weggegangen. Das ist deren Bruder. Also der ist nicht gestorben. Allah hat ihn beschützt. Und dann kamen Leute, die auf der Reise waren und die haben Durst gehabt und sie haben versucht, Wasser aus der Brunne rauszuholen. Und Josef a.s., der hat sich geklemmt an deren Seil und sie haben gezogen, da kam Josef raus. Ein kleines Kind, schönes Kind, wunderschönes Kind. Und die haben sich gefreut, obwohl sie schockiert waren. Dann kamen seine Brüder zu den Menschen und haben ihnen gesagt, das ist unser Bruder. Aber wenn ihr wollt, wir können ihn an euch verkaufen. Und tatsächlich hat man ihnen einen winzigen Preis gegeben, 20 oder 30 Dirham für Josef. Sie haben ihr Bruder verkauft. Erstmal versucht zu töten, der ist nicht gestorben, Allah hat ihn beschützt. Und als er rausgekommen ist, haben sie ihn verkauft. Und dann, man hat ihn mitgenommen nach Ägypten. Und dort an den Minister, Wirtschaftsminister des Landes weiterverkauft. Al-Aziz. Dann sind die Geschwister von Josef, die Brüder von Josef, zurückgekommen
nach Hause. Und der Vater war am Weinen. Und schaut mal, wie sie alles richtig geplant haben. Sie haben das Hemd von Josef ihn ausgezogen und unterwegs haben sie Blut von einer Ziege auf diesem Hemd draufgeschmiert. Und was sie vergessen haben, und das ist auch eine Lehre für alle Lügner, es gibt keine perfekte Lüge. Die haben vergessen, sein Hemd zu zerreißen oder ein Loch in seinem Hemd zu machen. Dann sind sie zurückgekommen und Jakob a.s., der war traurig. Er hat es geahnt. Und sie haben ihm gesagt, oh Vater, die waren alle am Weinen. Tatsächlich hat der Wolf ihn gefressen. Wir wissen, du wirst uns nicht glauben, aber das ist die Wahrheit. Der Wolf hat ihn gefressen. Und der Vater hat gesehen, dass sein Hemd nicht zerrissen war. Und er hat es geahnt. Und für ihn war es deutlich, dass sie etwas vorhatten mit ihrem Bruder Josef. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل. Das habe ich vermutet und das habe ich geahnt. O Allah, gib mir Geduld. O Allah, lass mich geduldig werden. Jetzt, wir machen Schluss bis hier, damit wir die Lehre aus diesen paar Zeilen, denn die Geschichte geht weiter und das werden wir inshallah nächste Woche weiter machen. Jetzt, die Geschichte von Josef lehrt uns erstens, dass der Vater unter seinen Kindern gerecht sein muss. Wenn er jemanden mehr liebt, er darf das nicht zeigen. Ja? Das ist die erste Lehre. Ja? Die zweite Lehre, Geduld. Geduld muss man haben. Was sagte Jakob a.s.? Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Möge Allah mir die Geduld geben. Sabrun Jamil bedeutet, er hat auf Allah vertraut. Er hat nicht geschrien, er hat nicht geschlagen, er hat nicht wütend reagiert, sondern das ist jemand, der auf Allah vertraut. Geduld. Er weiß, dass Allah ihm die Wahrheit zeigen wird. Nummer 3. Lutfullah wa inayatuhu bi awliya'i, dass Allah diejenigen beschützt, die er liebt.